Yo, Leute, eine neue Aufnahmesession hier mit mir bei Dragon Age. Und ja, ich bin ein bisschen krank. Man möge es mir verzeihen, wenn ich mich ein bisschen nasal anhöre. Aber bin ich nochmal zurück in den Kriegsrat gegangen und habe da ja letztes Mal Aufträge verteilt. Und ja, die sind jetzt zurückgekommen. Und wir haben hier eine Belohnung erhalten. Ein Bienenschwarm, Sprengfeuer, nice. Und ja, die Inquisition braucht Bienen. Das war die Quest und ich hatte eine von unseren Mitstreiterinnen hier auf die Quest geschickt quasi. Und ja, wir haben die Waffenpläne erhalten und ganz in der Nähe eine Imkerei gefunden, die uns mit Bienen versorgt. Als dem Imker von dem Vorhaben berichtet wurde, hat er die Finger zusammengelegt und spöttisch "Ja, natürlich" gesagt. Das ist ein wenig irritierend. So, aber sehr cool. Ist damit abgeschlossen. Hier ist noch ein Bericht von ihr. Unsere Bemühungen waren erfolgreich. Ein Teil des Gewinns wird an euch weitergereicht. Nutzt ihn weise, Herr Freund. 99 Gold. Her damit. Und hier ist auch ein Bericht. Okay. Sehr schön. Lebenswächter-Amulett. Es ist unglaublich, wie viele Gänge selbst nach der Ankunft der Kirche unentdeckt bleiben. Und sie haben jahrelang jeden Zoll dieser Berge nach allem abgesucht, was mit der heiligen Asche in Verbindung steht. Der Kult hat all das nicht gebaut. Es war schon viel früher hier, und wer weiß, wie viele Jahre es dauern würde, alles zu finden. Von den 9 Gängen, die bei der Suche entdeckt wurden, waren die meisten längst leer oder das, was sich darin befand, war nicht mehr zu retten. In einigen aber entdeckten wir interessante Artefakte, von denen eines mit seltsamen Runen versehen ist, die wir noch übersetzen müssen. Wenn wir jemanden finden, der dazu in der Lage ist, könnte sie sich als nützlich erweisen. Okay, cool. So, dann schicken wir doch gerade mal neue Leute los. Zack. Der Tyrant von High Ever an die zuständigen Herren und Damen. Das Tynier von High Ever möchte auf diesem Weg sein herzliches Beileid zum Tod der göttlichen Justinia der Fünften aussprechen. Ihre Heiligkeit war in ihrer Weisheit und ihrem Streben nach Frieden einzigartig, weshalb wir große Hoffnung in den Erfolg ihres Konklaves gesetzt hatten. Wir werden in High Ever zu Ehren Justinias eine Totenwache halten und laden die Inquisition herzlich ein, daran teilzunehmen. Hochachtungsvoll, Tyne Fergus Cosland. Ja, okay, die Totenwache, die lassen wir mal vom Kohlen machen. Stop. Nun denn. Der hat da ein bisschen Erfahrung, da ist alles gut, also der ist so ein bisschen Empathie kann der ganz gut, glaube ich, so. Dann die Sorgen des Adligen zerstreuen. Herold, eure Inquisition sagt, sie stünde für Ordnung im Chaos, Vernunft in der Dunkelheit. Wenn ihr dazu steht, tretet vor und vertreibt die Ketzer aus meinem Land. Sie sagen, sie seien Flüchtlinge, doch ich habe Elfen und Abtrünnige unter ihnen gesehen. Dreckige Wilde, die an unseren Wurzeln zerren. Unser Monarch weigert sich, Armeen zu entsenden und meine eigene Ritterschaft wurde beim Konklave schwer gebeutelt. Ich bin auf eure Hilfe angewiesen, um den Frieden in meinem Land zu wahren. Beweist eure Loyalität und ich werde euch euren Glauben reich belohnen. Lobe das Licht. Jetzt hätte ich doch lieber da den Kohlen hingeschickt, aber egal, jetzt kommt sie da. Dann wollen wir doch mal sehen. Und die letzte Quest. Knallhart in der Oberstadt 3. Variks Rache, ach du Scheiße. Rüschen. Ihr müsst mir einen Gefallen tun oder besser ein Darlehen gewähren, denn ich werde es zurückzahlen. Ich habe heute einen Brief meiner Lektorin in Kirkwall erhalten. Sie sagt, dass knallhart in der Oberstadt 3 die Vermöblung vor einigen Wochen von einem Drucker in Antivia veröffentlicht wurde. Ja, lasst euch diesen lausigen Titel kurz auf der Zunge zergehen. Ich habe meine Kontakte in der Händlergilde vor einigen Jahren nach dem Verfasser suchen lassen, aber nachdem sie mehrere hundert Goldstücke ausgegeben hatte, konnten sie mir nur sagen, dass Piral Balenforth ein Pseudonym ist. Das hätte ich ihnen auch kostenlos sagen können. Ihr habt Kontakte zu den Verlagen in Antivia, vielleicht könnt ihr mehr herausfinden als die Gilde. Varric. Eine Aufgabe von unserem Dude quasi. So, die Aufgaben sind besetzt. Was ist eigentlich in Orle? Gibt's auch noch ein paar? Beschäftigt.
Scherben untersuchen. Ich bin gerade gar nicht so sicher, wo wir jetzt genau hin müssen. Die letzte war schon ein bisschen weiter weg. Die letzte Aufnahmesession ist schon ein bisschen weiter weg. So, der innere Kreis. Haven. Boot 1 Pilgern auf dem Weg. Die Hinterland. Hä, aber wieso haben wir denn aufklappen? Oh mein Gott. Ja. Wir haben ultra viele Quests. Einfach nur das fällt mir jetzt erst so richtig auf. Ich glaube, wir fangen mal hiermit an. Die Quests in Haven, da sind wir nämlich gerade. Oh, und da ist das schon. Ach ja, stimmt. Ich glaube, wir haben mittlerweile was gefunden für sie. Oh. Beweist, dass ihr auf Justinias Befehl hingehandelt habt oder verschwindet. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch den mutigen Mann vorstelle, der sein Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Meister Adar, darf ich vorstellen, der Marquis de Rullion, einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus de Rullion stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Vom Himmel fallen Dämonen und ihr sorgt euch um Landansprüche? Haven ist der rechtmäßige Besitz der de Rullions. Hat Kaiserin Selene euren Besitzanspruch auf Haven offiziell bestätigt? Ich wusste gar nicht, dass ihre kaiserliche Majestät diese Angelegenheit dem Ferelischen Thron vorgetragen hat. Die Kaiserin hatte noch keine Gelegenheit dazu. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillier. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Ich bin wirklich froh, dass uns der Marquis nicht vor die Tür setzt. Seiner Gnaden ist nur einer von vielen Würdenträgern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dann erwartet ihr in Haven noch mehr Leute? Zweifellos. Und jeder Besucher wird die Geschichte der Inquisition nach seiner Abreise verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Wenn alle Adligen, die uns besuchen, so stur sind wie der Marquis, was bringt es dann, mit ihnen zu reden? Jedes Königreich wird von seinen Fürsten gelenkt. Die Inquisition braucht ihr Wohlwollen, um zu überleben. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Ja, krass. Was nicht so alles gibt. Jetzt kommt noch der Marquis und macht uns Stress, dass wir hier nicht mehr sein dürfen. So. Ihr seid der Herold. Naja, zumindest der Mann, den alle Herold nennen. Erstaunlich, dass sie einen Magier als ihren Helden akzeptieren. Vermutlich ist es leichter, weil ihr kein Mensch seid. Für sie seid ihr ganz anders als jene von uns, die in Zirkeln lebten. Mein Name ist Minave. Ich erforsche Dämonen und andere Kreaturen. Sucherin Pentagast nutzt meine Erkenntnisse, um den Soldaten zu helfen. Ich habe etwas gefunden, das die Dämonen zurückließen. Habt ihr Verwendung dafür? Ja, das ist ausgesprochen hilfreich. Lasst es einfach hier, damit die Besänftigten und ich einen Blick darauf werfen können. Jo, Forschung abgeben. Falls ihr etwas findet, bringt es her. Er hat doch gerade selbst gesagt, ja, hallo, wir hätten was. Kann ich euch behilflich sein? Wir unterhalten uns später. Sichere Reisen. Ach, verdammt, okay, also.
Da haben wir noch nichts. Aber ein kleines Stück Story wieder entdeckt hier quasi. Was schon mal cool ist. Dann gucken wir mal nach was anderem. In Haven gibt es nämlich noch jede Menge Quests. Die richtige Rüstung mit den richtigen... Lass eine Rüstung herstellen. Ja, toll. Haben wir schon gemacht. Finde Teigens Notizen. Das, da gucken wir doch mal. Da können wir bestimmt was machen. Und da draußen gibt es auch schon wieder eine neue Quest. Mit atemloser Leidenschaft kriecht die Finsternis heran. Sie ist das Flüstern der Nacht. Die Lüge, die euch den Schlaf rauben kann. Wieso? Ich kann nicht mit ihm reden irgendwie. Verzeihung, ich habe eine Nachricht für die Inquisition. Aber irgendwie will niemand mit mir sprechen. Das ist doch ein Kerl. Das kann mir doch keiner erzählen, dass das eine Frau sein soll. Wer seid ihr, Soldat? Chromesius Aklassi, meines Zeichens Mitglied der Sturmbullen-Söldner-Truppe des Bullen. Wir arbeiten meist außerhalb von Orle und Nevarra. Wir haben erfahren, dass sich an der Sturmküste einige Söldner aus Tirwinta zusammenrotten. Mein Kommandant der Eiserne Bulle bietet euch diese Information kostenlos an. Falls es euch interessiert, was die Sturmbullen für die Inquisition tun können, trefft uns dort und seht uns bei der Arbeit zu. Die Sturmbullen. Ich freue mich schon, diesen eisernen Bullen kennenzulernen. Wir sind die Besten, die ihr kriegen könnt. Cool. Dem eisernen Bullen an der Sturmküste, ja, das machen wir noch. Jetzt erstmal... Wir haben haufenweise Verwundete und viel zu wenige Verbände. Dann reiß eben Hemden auseinander, wenn sich die... Ist das nicht... Na doch. Ja, das können wir machen, ja. Die Notizen, die finden wir schon noch. Für unseren Apotheker-Kumpel. Was ist das denn hier? Kuln und Cassandra sind hier. Oh, sprechen wir doch mal mit Kuln. Ihr da! Was ihr da in der Hand haltet, ist ein Schild. Nutzt ihn, um zu blocken. Wäre dieser Mann euer Feind, wärt ihr jetzt tot. Haltet euch nicht zurück, Leutnant. Diese Rekruten müssen für einen echten Kampf bereit sein, nicht nur für eine Trainingsrunde. Ja, Kommandant. Wir haben eine Reihe neuer Rekruten erhalten. Ansässige aus Haven sowie einige Pilger. Allerdings hatte keiner von ihnen auch nur annähernd so einen Auftritt wie ihr. Es war nicht meine Idee. Alles andere würde mich auch ernsthaft beunruhigen. Ich selbst wurde in Kirkwall für die Inquisition rekrutiert. Ich war während des Magieraufstandes dort und musste mit eigenen Augen mit ansehen, welche verwüstet. Cassandra suchte nach einer Lösung. Als sie mir einen Posten anbot, verließ ich die Templer, um mich ihrer Sache anzuschließen. Jetzt allerdings scheint es, als würden wir uns etwas weitaus Schlimmerem gegenübersehen. Ihr habt für das hier die Templer verlassen. Denkt ihr, die Inquisition kann Erfolg haben? Ja, das denke ich. Die Kirche hat die Kontrolle über die Templer und Magier verloren. Jetzt streitet sie über eine neue göttliche, während die Bresche weiter existiert. Die Inquisition könnte handeln, wo es die Kirche nicht kann. Und unsere Anhänger wären ein Teil davon. Es gibt so vieles, was wir... Bitte entschuldigt. Ich bezweifle, dass ihr hier seid, um euch einen Vortrag halten zu lassen. Nein, aber falls ihr einen vorbereitet habt, würde ich ihn mir gerne anhören. Vielleicht ein andermal. Ich, es liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Kommandant, Sir Ryan hat einen Bericht über unsere Versorgungswege. Habe ich es nicht gesagt? Das war so ein bisschen homoerotisch, das kleine Lächeln am Ende. Aber gut. Da ist die Cassandra, mit der labern wir auch nochmal. Boah.
Herzchen. Da kommen die Cassandra. Die schnappen Ihr seid eine wahre Naturgewalt, oder? Wenn es notwendig ist. Es ist beeindruckend. Ihr schmeichelt mir. Ich versuche es. Habe ich das Richtige getan? Was ich hier in Gang gesetzt habe, könnte alles zerstören, woran ich mein Leben lang geglaubt habe. Wer weiß, vielleicht gehe ich ja als Verräterin, als Wahnsinnige, als Närrin in die Geschichte ein. Und womöglich ist das sogar die Wahrheit. Ist es jetzt nicht ein wenig zu spät, um sich darüber Gedanken zu machen? Wir stehen gerade erst am Anfang. Meine Ausbilder haben mir immer wieder eines gesagt. Du bist zu ungestüm, Cassandra. Denk nach, bevor du handelst. Ich erkenne einfach, was getan werden muss und tue es. Ich finde es sinnlos, sich im Kreis zu drehen wie ein Hund, der seinem Schwanz nachjagt. Aber ich habe euch anfangs falsch eingeschätzt, nicht wahr? Ich dachte, die Antwort liege klar und deutlich vor mir. Ich kann es mir nicht erlauben, noch einmal so fahrlässig zu sein. Ich kann nicht behaupten, dass ich nicht dankbar bin, das zu hören. Ja, ich kann ein wenig harsch sein, ich weiß. Ihr sagtet, ihr glaubt nicht, dass ihr auserwählt wurdet. Bedeutet das, ihr glaubt nicht an den Erbauer? Das fragt ihr mich. Ihr seid kein Anhänger des Kuhn. Ihr könntet vielleicht... Nun, ich schätze, es spielt keine Rolle. Ich muss daran glauben, dass wir aus einem bestimmten Grund auf diesen Weg gebracht wurden. Selbst wenn ihr es nicht tut. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wohin er uns führt. Ja, es ist so krass, ey. Es ist wirklich immer wieder hier wie so eine... Wie so eine Folge Game of Thrones oder sowas. Und dann hier. Oh, schau mal an. Liebesknoten. Wenn man hier so ein bisschen einfach nur spielt quasi. Das ist echt ganz schön geil. Also bisher bin ich. Habe ich mich schon ein bisschen verliebt in das Spiel, muss ich sagen. Krank viel es einfach gibt, ne? Also, ich habe jetzt quasi, die Folge ist schon wieder so gut wie rum. Ich würde jetzt gerne noch diese Notizen finden. Hier gibt's noch Eisen. Was willst du? Look. Auf nimmer Wiedersehen! Auf nimmer Wiedersehen. Knockout. Ja, und ich habe noch nichts gemacht quasi. Die ganze Folge ist schon fast rum. Oder ist eigentlich schon. Ich werde aber diesmal ein bisschen drüber gehen. Wie gesagt, ich will die Notizen auf jeden Fall noch finden. Die Nooks hauen hier noch weg. Easy. Na komm, schnapp dir das Eisen. Plünder die Knockout. Sehr schön. Okay, hier kann es jetzt wohl nicht mehr sein. Was sollen denn diese Notizen denn sein? Die können nicht hier oben drauf sein, oder? Wow, Alter. Wie geil das aussieht. Das ist echt... Was da heutzutage echt abgefahrenes geht, ey. Das sieht so geil aus. Ach ja, Dragon Age. Stellt euch jetzt mal Dragon Age 3 vor. Das wird einfach wie Herr der Ringe. Dann braucht man nicht mehr ins Kino gehen. Ja, der Hobbit ist jetzt auch rausgekommen, ne? Oder kommt jetzt bald. Eigens Notizen hier, haben wir noch ein Hütchen. Hier könnte vielleicht was sein. Wir könnten vielleicht. Ich sollte mich mal genauer umsehen. Sein. Ich denke auch. Aha. Zack. Jawoll. Und da haben wir die Notizen.